Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV. Ein bisschen im Zeitstress, deswegen wird das Video so ein bisschen unterwegs hier aufgenommen. Auf jeden Fall gibt es wieder ein paar Transfer-News bei unseren Schwarz-Weißen. Und naja, zum einen schon seit ein paar Tagen fix. Luan wechselt fix zum SKN St. Pölten von unserem SK Sturm. Der war ja schon im letzten Winter ausgeliehen oder im letzten Frühjahr ausgeliehen an St. Pölten. Hat sich dort gut gemacht, einen Stammplatz erarbeitet und ja, bleibt jetzt eben bei den Niederösterreichern. Verständlicher Wechsel aus seiner Sicht, weil er schon sehr, sehr starke Konkurrenz in der Innenverteidigung hätte bei unseren Blackies. Man hat ja Aflonitis geholt, man hat Spendlhofer, man hat Marisic, also das sind schon Namen, an denen du schwer vorbeikommst und natürlich muss man sagen, hat man auch einen Lackner, der die Position ebenfalls spielen kann. Also, dass Luan sich für die Spielzeit und gegen das Geld entscheidet, ich gehe einfach mal davon aus, dass St. Pölten nicht mehr zahlen wird als Sturm. Verständlich, es gibt eben auch Kicker, die halt an die sportliche Perspektive denken und da ja, kommen wir natürlich dann auch gleich mal zu einem Namen. Ihr wisst ja schon, um was es geht. Aber vorher noch ein weiterer Transfer. Auch Lubitsch verlässt unseren SK Sturm. Manche ja, kennen ihn vielleicht gar nicht. Der war letztes Jahr ausgeliehen an Wiener Neustadt. Hat sich gut dort gemacht, aber wird jetzt wieder verliehen an den TSV Hartberg. Die Hartberger ja Aufsteiger in die Bundesliga. Und naja, man traut es ihm anscheinend noch nicht ganz zu, dass er wirklich einen Platz im Kader unserer Blackies sich erkämpfen kann. Also bekommt er noch ein Jahr Spielpraxis. Wird interessant. Der Vertrag läuft, glaube ich, 2019 aus. Es gibt aber eine Option. Also da wird man einfach mal noch abwarten, wie er sich entwickelt. Ich gehe mal davon aus, in Hartberg hat er gute Chancen auf Spielzeit. Und deswegen ja einfach mal abwarten, was sich da in der Hinsicht noch tut. Und jetzt eben ja zum Königstransfer der Woche, wenn man so will. Brighton und Bonji wechselt nämlich zur Wiener Austria fix. 4-Jahres-Vertrag. Eigentlich ist da schon alles gesagt und geschrieben worden über diesen Transfer. Und jetzt gebe ich natürlich auch meinen Senf da nochmal dazu. Ganz klare Sache. Es ist scheiße, ganz ehrlich. Er hat Bonji im Frühjahr ja an Sturm ausgeliehen. Und naja, dass er jetzt zum Liga-Konkurrenten wechselt. Okay, die Austria zahlt definitiv mehr. Aber natürlich wieder so ein bisschen scheinheilig das Ganze. Man weiß ja, da gab es so ein Interview mit Esse. Die beiden sind wie Brüder, bla bla bla. Man kennt das Ganze. Aber ja, dass er dann eben zur Austria geht, wo er nicht mal international vertreten ist, ist natürlich bitter. Er ist ja nicht der einzige Sturmkicker in diesem Sommer. Edom Bonci auch nach Wien. Und ja, als Sturmfan kommt man sich da natürlich verarscht vor. Immer diese Lippenbekenntnisse, vor allem da gab es eben das Interview von Edom Bonci, ja, dass es sich so anfühlt, als ob er heimkommt nach Wien. Also, okay. Da braucht man, glaube ich, gar nicht so viel dazu sagen. Da kann sich jeder auch sein eigenes Bild dementsprechend machen. Aber ja, ich kann natürlich auch an der Stelle nur Edom Bonci und Matic und Jago und wie sie alle heißen, ja einfach da nur wünschen, dass sie mit der Austria trotzdem eine grottig schlechte Saison, ähnlich hoffentlich wie die letzte, spielen. Und naja, die Wahrheit liegt ja bekanntlich auf dem Platz. Von dem her wird es sicher sehr, sehr spannend, wenn es das erste Duell zwischen Sturm und der Austria dann gibt in der kommenden Spielzeit. Und naja, ich glaube, sämtliche Ex-Kicker können sich auf einen sehr, sehr heißen Empfang in Graz auf jeden Fall ja, einstellen. Von dem her war es das dann auch schon wieder von mir und ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. Euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.